Hallo zu meinem ersten Buchvideo. Ich muss sagen, ich habe lange Zeit nicht gelesen. Früher war ich voll die Leseratte. Ich habe wirklich so viel gelesen und bin total versunken in den Geschichten und fand es ganz, ganz toll. Und irgendwann hat es schlagartig aufgehört, wie, glaube ich, bei vielen. Und Ende letzten Jahres, würde ich sagen, bin ich so ganz langsam wieder dort hingekommen. Erst einmal, ich bin ja auch Mama und selbstständig und Vollzeit arbeitend. Sind wir mal ehrlich, die Zeit dafür zu finden ist schwierig und man muss sich auch Zeit nehmen dafür. Plus ist natürlich in den meisten Fällen Lesen etwas, was man alleine macht. Und wenn man eh schon wenig Paarzeit hat, ist man eigentlich abends ja lieber zusammen irgendwie am Serien schauen oder Film schauen oder was auch immer. Macht halt irgendwie was zusammen und nicht alleine lesen. Aber ich habe einfach gemerkt, dass mir das so gut getan hat und einfach eine tolle Abwechslung ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich 7 Tage die Woche lese. Naja, doch schon fast. Aber zumindest nicht abends quasi als Abendbeschäftigung 3 Stunden lang lese, sondern ich habe das immer mal so hier 5 Minuten und da 5 Minuten manchmal, wenn ich Zeit habe, lese ich so ein bisschen, das kann auch eine Seite sein, ne? Aber so ein bisschen beim Frühstücken oder whatever. Ich lese sehr viel am Handy tatsächlich, weil ich bei so einer Online-Bibliothek angemeldet bin, beziehungsweise meine Mama und sie mir den Account gegeben hat. Danke, Mama! Und dadurch habe ich halt auf dem Handy ganz, ganz viele Bücher und kann halt beispielsweise bei meiner Lieblingsbeschäftigung Haare föhnen, was bei mir unendlich lange dauert, einfach mir das Handy hinstellen und dabei lesen. Solche Sachen, ne? Aber das sind halt oft, wie gesagt, einfach nur 1 bis 2 Seiten, wie auch immer. Aber es ist trotzdem mehr als nichts. Und auf jeden Fall wollte ich euch vorstellen, welche Bücher ich bis jetzt dieses Jahr gelesen habe. Und euch so eine kleine Zusammenfassung geben und was ich davon halte und überhaupt so ein bisschen auch, was für einen Büchergeschmack ich habe. Denn was ich jetzt festgestellt habe, ist, Büchergeschmäcker sind so extrem unterschiedlich. Also das ist echt verrückt, wenn man sich halt so die BookTalker und BookTuber und so weiter anguckt, wie unterschiedlich da die Reviews für die gleichen Bücher ausfallen oder eben auch, was für verschiedene Bücher empfohlen werden. Fangen wir an, was für ein Riesenintro. Hiermit hat meine Buchleseobsession wieder begonnen. Und zwar habe ich das im Hauptbahnhof in Berlin spontan mitgenommen. The Seven Husbands of Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Reid. Ist eine Autorin, die auf jeden Fall auch kritisiert wird dafür, dass sie über Kulturen und so weiter schreibt, die nicht ihre sind. Das wollte ich nochmal kurz dazu gesagt haben. Nichtsdestotrotz war dieses Buch einfach mein Einstieg wieder ins Lesen. Ich lese euch jetzt vor, worum es geht. Ich habe mir das hier alles rausgesucht, weil ich muss ganz ehrlich dazu sagen, die Bücher habe ich halt teilweise vor 6 Monaten gelesen und da kann ich euch jetzt nicht mehr die besten Rezensionen geben. Deswegen lese ich einfach die Klappentexte bzw. Zusammenfassung vor und sage euch dann, was ich davon halte. Die einzige Hollywood-Filmikone Evelyn Hugo ist endlich bereit auszupacken und die Wahrheit über ihr schillerndes Leben und ihre skandalösen 7 Ehen zu erzählen. Sie fragt die Lokaljournalistin Monique Grant als Ghostwriterin an. Monique ist darüber mehr als erstaunt. Schließlich hat sie seit Jahren keine großen Artikel mehr geschrieben. Könnte das ihre Chance sein? In ihrem luxuriösen Apartment über den Dächern Manhattans beginnt Evelyn Monique ihre Geschichte zu erzählen. Vom Aufstieg in der Männerwelt Hollywoods, den goldenen Jahren der Filmbranche und einer geheimen großen Liebe, deren Scheitern der Preis für ihren Erfolg war. Als sich die Geschichte dem Ende nähert, begreift Monique schließlich, auf welch schmerzhafte Weise ihr Leben mit dem des Hollywood-Stars verbunden ist. Ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendwie zu viel Spoiler war, aber eigentlich ist das hier ein spoilerfreies Video. Ich fand es sehr gut geschrieben, also wirklich absoluter Page-Turner. Das ist so aufgeteilt in die Männer quasi und dann die einzelnen Lebensabschnitte und es war so gut geschrieben
Old Hollywood Vibes, aber man war irgendwie sofort drin und man hat sich in vielen Themen wiedergefunden. Es war einfach ein totaler Page-Turner und man konnte nicht aufhören zu lesen. Sehr einfach geschrieben, aber sehr gut geschrieben, spannend bis zum Ende. Und man hat natürlich die ganze Zeit überlegt, warum ist diese Monique da? Warum wurde sie ausgewählt? Und das Ende war auf jeden Fall sehr, sehr gut geschrieben. Das ist das erste Buch, was ich von Taylor gelesen habe und dementsprechend war ich sehr gespannt auf die anderen, die ja auch teilweise unglaublich gehypt sind. Daisy Jones and the Six ist ja jetzt auch verfilmt worden und so. Also ich sehe mich schon alle anderen Bücher von ihr lesen. Bald später im Video kommt noch ein zweites, was ich von ihr gelesen habe. Da sage ich jetzt mal nichts dazu. Aber ich danke Taylor, dass sie mich wieder zum Lesen gebracht hat. Was ich auch noch dazu sagen möchte, ich mag tatsächlich lieber händisch Buch zu lesen, aber auf dem Kindle, auf dem Handy ist es einfacher. Und ich mag es nicht, Bücher zu besitzen, weil ich bin in meinem Leben schon so oft umgezogen und die Bücher sind immer das Schwerste. Und wohin mit dem Platz? Wohin mit dem Platz? Wohin mit den Büchern? Kein Platz. Und ich muss auch sagen, ich lese halt Bücher meist nicht nochmal. Und dementsprechend ist es dann voll schade, so ein Buch zu besitzen, was man halt nie wieder lesen wird, weil es einfach unendlich viele Bücher gefühlt gibt. Nur mal das dazu. Dann vielleicht auch nochmal dazu, was ich früher gelesen habe. Also früher habe ich fast alles mal gelesen, aber mein absolutes Buch bzw. meine absolute liebste Buchreihe war immer Harry Potter. Und ich liebe Fantasy, also diese Art von Fantasy, ja. Einfach einzutauchen in so eine Welt, gerade irgendwie so Academia, vielleicht auch Dark Academia, sowas mag ich voll gern mit Uni oder Schule und Magie. Ist richtig genau meins. Und vielleicht auch, um mal einzutauchen. Als ich dann Evelyn Hugo gelesen habe, habe ich gedacht, okay, was lese ich jetzt als nächstes? Und habe dann einfach mal bei YouTube das eingegeben und bin dann auf diese riesige Welt der Booktuber und Booktalker und so weiter gestoßen. Und dass es halt auch ganz viele Bücher gibt, ich weiß gar nicht, ob ich eins habe, aber wo tatsächlich dann vorne drauf steht TikTok-Sensation und irgendwie das Buch, was auf TikTok am meisten gehypt wird und so weiter. Also es ist ein riesiger Markt quasi. Und dann habe ich vor allem zwei Leute gefunden, deren Geschmack ich sehr gerne mag, wie ich dann feststellen konnte. Einmal ist es der Jack. Beide machen Videos auf Englisch. Und Jack hat sehr, sehr viele Bücher, die sehr deep sind. Also es sind jetzt meist nicht die einfachsten Lektüren, die man mal schnell zwischen Tür und Angel liest. Es sind oft sehr schwerwiegende Themen, oft auch Themen mit definitiver Triggerwarnung vorher, werde ich euch auch hier immer vorher sagen. Aber seine Empfehlungen waren immer die Bücher, die mir bis heute im Kopf geblieben sind, die mich immer noch, ja, irgendwie beschäftigen. Und dementsprechend mag ich seine Empfehlungen gerne, sehr gerne. Aber solche Bücher kann ich halt nicht back to back to back lesen. Also ich kann, das geht nicht. Ich brauche, was ich jetzt festgestellt habe, ist immer wie so ein Sandwich. Irgendwie ein schwierigeres Buch, was mich aber sehr berührt auf eine Art und Weise und dann wieder irgendwie was Seichteres. Und was ich auch festgestellt habe, ist, ich mag nach wie vor Fantasy sehr, sehr gerne, kann aber auch nicht Fantasy Serien hintereinander so super einfach lesen. Und dazwischen habe ich festgestellt, mag ich gerne entweder seichtere, so, wie soll ich das sagen, Mystery und Krimis, aber jetzt nicht so zu crazy, oder Romance. Aber das Ding ist, bei Romance, das hatte ich schon immer und das ist gleich geblieben, was ich jetzt auch festgestellt habe mit den Büchern. Es muss gut geschrieben sein. Es darf nicht zu kitschig sein. Es darf nicht zu unrealistisch sein, weil ansonsten bin ich halt wirklich raus. Und das werdet ihr jetzt auch feststellen. Lange Rede, kurzer Sinn. Sarah Caroli heißt die andere YouTuberin, deren Videos ich sehr gerne schaue. Ich finde, sie ist einfach total cute. Irgendwie, ich finde, ihre Videos sind immer voll cozy. Und ihre Empfehlung finde ich auch oft meinem Geschmack entsprechend. Beziehungsweise, wenn sie was
nicht gut findet, kann ich das auch oft nachempfinden. Und sie hat über das Reich der sieben Höfe gesprochen. Was ich auch noch dazu sagen will, habe ich auch schon im anderen Video gesagt, die Titel in Deutsch und sehr oft die Cover in Deutsch sind einfach so Abturner. Also wenn ich die Cover sehe aus den USA, aus UK und so weiter, denke ich so, oh mein Gott, sind die schön und voll so die catchy Titel, wo man denkt, ja, will ich sofort lesen. Und hier, ich glaube, hätte ich das einfach so in der Buchhandlung gesehen, ich hätte das niemals mitgenommen. Anyway, Fantasy und zwar Spicy Erwachsenen Romance Fantasy. Ist auch ein Genre für sich, ein sehr großes scheinbar, von dem ich nichts wusste. Und das ist eine große Reihe an Büchern. Als die junge Jägerin, ich weiß mal nicht, wie man sie ausspricht, ich sag jetzt einfach mal Fair, im Wald einen Wolf tötet, erscheint eine furchteinflößende Kreatur und verschleppt Fair in das Reich der Fae. Bald entdeckt Fair, dass Tamlin, ihr Entführer, ein Prinz der Fae ist. Gefangen an seinem Hof merkt Fair, dass ihre Gefühle sich Tamlin gegenüber ändern und keine Legende, die sich über die trügerisch schönen, mächtigen Fae gehört hat, kann das ändern. Doch was Fair nicht weiß, Tamlin ist verflucht. Also, es geht quasi um das Reich der Menschen versus das Reich der Fae, der magischen Wesen. Und es trennt sie quasi eine Mauer und zwei komplett verschiedene Welten, die dann eben aufeinandertreffen. Und wie gesagt, Fantasy, Romance, Spicy Romance, definitiv nur was für Erwachsene. Und ich muss sagen, ich bin jetzt bei Band 4, glaube ich. Und Band 1 fand ich richtig gut. Richtig gut. Ich habe es schnell gelesen. Ich war sofort drin. Ich fand es sehr, sehr gut geschrieben. Das Buch ist von Sarah J. Maas. Und die hat, glaube ich, mit 16 ihren ersten Roman geschrieben, was total crazy ist. Und die schreibt meistens eher Trilogien oder noch längere Bücher rein. Und das erste Buch fand ich wirklich gut. Das zweite Buch war so, wow, krass. Also das war wirklich so, habe ich so beschrieben, ich habe gelesen abends und Pablo hat irgendwas mir erzählen wollen und ich meinte so, ich kann jetzt gerade nicht. Ich bin jetzt gerade voll drin, ich muss jetzt weiterlesen. Ich fand das zweite Buch so gut geschrieben. Das war wirklich so ein, oh mein Gott, ich will weiterlesen. Und ich war so drin und so fokussiert. Ich muss sagen, das dritte Buch war sehr politisch. Und jetzt das vierte Buch ist wesentlich kürzer als die anderen. Da bin ich gerade so bei knapp über der Hälfte. Aber es ist eher so ein Slow Read. Also es ist quasi, es baut sich etwas auf. Im dritten Teil ist es dann quasi dieser Höhepunkt und dann ist wie so ein Abfall. Aber die Serie ist irgendwie noch nicht zu Ende und ich weiß nicht, ob man vielleicht hätte mit dem dritten Band das beenden sollen. Wer weiß, ist wahrscheinlich total kontrovers, was ich da gerade sage. Aber ich finde jetzt bei dem vierten Band ist es halt wirklich so wie so ein, es fizzelt langsam aus. Wisst ihr, was ich meine? Aber erster und zweiter Band ist krass und kann ich jedem empfehlen, der vielleicht auch noch nicht so in diesem Fantasy-Genre drin ist, aber sich an sich für Romance interessiert und etwas, was gut geschrieben ist, was man einfach lesen kann, was einfach Spaß macht. Dann die Autorin aller Autorinnen zurzeit, Colleen Hoover. Habe ich sehr viel drüber gehört. It Ends With Us heißt das Buch so. Es gibt ja einige Bücher, die wirklich unglaublich bekannt sind. In meiner Online-Bibliothek waren die immer ausgeliehen. Weshalb ich als erstes dann, ich glaube, ihren ersten Thriller gelesen habe, den sie geschrieben hat. Ihr wisst, was ich meine. Und der heißt Verity. Und ich lese euch kurz vor, worum es geht. Die Jungautorin Loan Ashley bekommt ein Angebot, das sie unmöglich ablehnen kann. Sie soll die gefeierten Psychothriller von Star-Autorin Verity Crawford zu Ende schreiben. Diese liegt seit einem Unfall, der unmittelbar auf den gewaltsamen Tod ihrer beiden Töchter folgte, im Koma. Loan akzeptiert, auch weil sie sich zu Verities Ehemann Jeremy hingezogen fühlt. Während ihrer Recherchen im Haus der Crawfords findet sie Verities Tagebuch und darin offenbart sich Loan Schreckliches. Ich fand, dass Colleen Hoover
sehr gut schreiben kann. Auch das ist auf jeden Fall spicy, das Buch. Spannend geschrieben, man fühlt sich direkt rein in die Charaktere und wie so eine Vogelperspektive, guckt auf alles drauf. Ich war sofort drin, es war sehr, sehr spannend. Ich fand es sehr gut geschrieben, sehr gut auch die Umgebung. Ich konnte mir das sofort vorstellen. Und dann kam das Ende und die Auflösung. Und ich bin definitiv nicht die Einzige damit, das weiß ich, aber ich fand das Ende wirklich gar nicht gut. Also ich hatte das Gefühl, das Ende war irgendwie so ein, ich muss es jetzt zu Ende führen, Ende. Und es war irgendwie, es ging plötzlich zu schnell. Es hat sich so langsam aufgebaut und das Ende kam irgendwie zu plötzlich und zu schnell und hat sich nicht angefühlt wie das, was hätte kommen sollen. Also ich war gar nicht happy damit und ich wollte eigentlich die letzten Seiten schon gar nicht mehr lesen, weil ich das so blöd fand irgendwie. Und wie gesagt, bin ich scheinbar nicht die Einzige, weil Colleen daraufhin, also scheinbar kam da sehr viel Backlash einfach und viel Kritik, einen Epilog geschrieben hat. Und dieser Epilog war bei mir in meinem Buch schon mit dabei. Das heißt, ich kannte es gar nicht ohne und habe dann erst im Nachhinein erfahren, dass das eigentlich ein Buch war ohne diesen Epilog. Und ich fand den Epilog interessant, fand jetzt aber nicht, dass das meine Meinung großartig verändert hat. Also das, was davor quasi passiert ist, fand ich trotzdem irgendwie so ein bisschen random hat es auf mich gewirkt. Und auch der Epilog eher so wie, ja, ich muss mir jetzt halt irgendwie was aus den Fingern saugen, damit die Leute halt sich nicht mehr so aufregen mäßig. Also keine Ahnung, irgendwie war ich nicht happy. Hab gesagt, okay, das ist jetzt das erste Buch von ihr, was ich gelesen habe und dieses Genre bedient sie eigentlich auch nicht so. Ich lese nochmal ein anderes Buch von ihr, weshalb ich dann noch was anderes gelesen habe. Folgt gleich. Aber ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr Verity fandet. Ich glaube, es ist wirklich so 50-50. Einige finden es total krass und cool und ja, genau meins. Und die anderen sagen so, was passiert hier? Und ich verrate jetzt nichts, aber ich bin auf jeden Fall nicht auf der Seite, auf der viele stehen. Dann habe ich gelesen Abby Jimenez, Wenn in mir die Glut entflammt. Das habe ich jetzt letztens erst gelesen. 2 Jahre nach dem Tod ihres Verlobten ist das Leben von Sloane Monroe immer noch nicht im Lot. Doch als ein Hund mit Nimm mich mit Blick durchs kaputte Sonnendach ihres Autos springt, ändert sich alles. Denn nach einigen Wochen ohne Antwort auf ihre Kontaktversuche meldet sich Tuckers Herrchen, Rockstar Jackson Waters, auf Tournee unterwegs. Und er will Tucker zurück, wenn er wiederkommt. Aus nüchternen Nachrichten werden Flirts, dann lange Telefonate, denn Jackson ist sexy, nett und witzig und bekannt für seine wilden Affären. Als Sloane und Jackson sich endlich gegenüberstehen, prickelt es gewaltig. Aber kann Sloane ein zweites Mal ihr Herz öffnen? Das habe ich, wie gesagt, letztens gelesen und ich fand es richtig schön geschrieben. Also nachdem ich das gelesen habe, habe ich sofort in meinem Kopf gesagt, ich möchte mehr von Abby lesen. Ich finde, sie hat eine ganz tolle Art, das habe ich übrigens auf Deutsch gelesen. Ist jetzt ein bisschen durcheinander, weil viele der Sachen habe ich auf der Originalsprache, Englisch in dem Fall, gelesen. Vieles gab es aber nur auf Deutsch. Deswegen weiß ich natürlich nicht, gerade bei solchen Büchern mit Witz, wie witzig das dann noch gewesen wäre auf Original, also in Original. Aber ich fand es schon im Deutschen super witzig geschrieben. Ich habe mich dabei erwischt, wie ich oft in mich reingekichert habe. Und gerade am Anfang mit diesen flirty Nachrichten konnte ich nachvollziehen. Fand ich cool, fand ich witzig, fand ich sexy. Fand ich einfach schön geschrieben. Die Story ist auf jeden Fall kitschig, es ist eine Romanze. Aber ich fand es einfach richtig easy geschrieben und so, dass man einfach Spaß dran hat. Das ist wirklich so ein easy read für zwischendurch, so ein bisschen wie die Kaffeebohnen beim Parfumtesten zwischendrin. So ist dieses Buch. So, man hat zwischenzeitlich vielleicht irgendwie vorher eine Fantasy-Reihe gelesen und danach möchte man A Little Life lesen und zwischendrin ist Wenn in mir die Glut entflammt einfach das perfekte Buch. Einfach so happy. Macht ein gutes Gefühl. Als nächstes habe ich gelesen One of Us is Lying von Karen M. Mac-
Menace. Und die ist nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2019 gewesen. Okay. Also, eine Highschool, ein Toter, vier Verdächtige. An einem Nachmittag sind fünf Schüler in der Bayview High zum Nachsitzen versammelt. Bronwyn, das Superhirn auf dem Weg nach Yale, bricht niemals die Regeln. Klassenschönheit Eddie ist die perfekte Homecoming-Queen. Nate hat seinen Ruf als Drogendealer weg. Cooper glänzt als Baseballspieler. Und Simon hat die berüchtigte Gossip-App der Schule unter seiner Kontrolle. Als Simon plötzlich zusammenbricht und kurz darauf im Krankenhaus stirbt, ermittelt die Polizei wegen Mordes. Simon wollte am Folgetag einen Skandalpost absetzen. Im Schlaglicht Bronwyn, Eddie, Nate und Cooper. Jeder der vier hat etwas zu verbergen und damit ein Motiv. Genau. Und das Buch war so gehypt. In unserer Buchhandlung stand es gleich ganz vorne und TikTok-Sensation und Must-Read und so. Und es ist halt YA, also Young Adults, Schüler. Klar bin ich da jetzt als Mama in meinen 30ern nicht mehr ganz so nah dran. Aber ich finde, es gibt halt definitiv Young Adult Bücher, wo ich definitiv mich mehr drin sehe. Wo ich das Gefühl habe, dass es trotzdem so geschrieben, dass ich das genießen kann. Und das Buch war eins der Bücher, was ich fast nicht zu Ende gelesen habe. Und die Sarah, von der ich euch vorhin erzählt habe, die meinte auch, war schwierig, da durchzukommen. Ich fand, also es ist halt natürlich totales Klischee, ne, was diese vier da erfüllen. Ich fand es an sich cool, dieser Gossip-Girl-Charakter. Es kam halt immer wieder auch Artikel in dem Buch vor über die verschiedensten Schüler. Und also bei uns auf der Schule war es auf jeden Fall auch so, dass viele ein bestimmtes Klischee auf eine Art und Weise erfüllt haben, natürlich oberflächlich gesehen. Und da ist es auch oberflächlich gesehen ein Klischee, was die Leute erfüllen. Und dann kommt ja mehr über die einzelnen Leute zum Vorschein. Aber ich fand es irgendwie sehr langgezogen. Also ich hatte das Gefühl, das Buch hätte einfach kürzer sein können. Und ich glaube, dann hätte ich es auch wesentlich besser bewertet in meinem Kopf. Es war aber eine nette Idee. Es gibt eine Fortsetzung. Aber da wisst ihr, wie gut ich das Buch finde. Ich habe die Fortsetzung bis jetzt nicht gelesen und habe es irgendwie, glaube ich, auch nicht vor. Dann eine weitere Fantasy-Reihe, die ich noch nicht beendet habe, ist die Nevermore-Reihe. Und das ist auf jeden Fall, denke ich, für Kinder geschrieben, von Jessica Townsend. Und zwar, Morrigan Crow ist verflucht, an ihrem 11. Geburtstag zu sterben. Doch als die Zeiger auf Mitternacht zulaufen, wird sie vom wunderbar seltsamen Jupiter North gerettet und in sein Hotel der Geheimstadt Nevermore gebracht. Dort gibt es riesenhafte sprechende Katzen, Vampirzwerge und echte Freunde von Morrigan. Doch sie muss schwierige Prüfungen bestehen, um in ihrem neuen Zuhause bleiben zu dürfen. Und außer ihr scheint hier jeder ein besonderes Talent zu haben. Oder kann Morrigan vielleicht mehr, als sie ahnt? Ich finde das total schön geschrieben. Ich würde sagen, das ist so für Leute, die Harry Potter mögen und wie auch Harry Potter geschrieben ist und für wen Harry Potter eigentlich geschrieben war. Kinder nämlich und Jugendliche, würde ich mal meinen, so in dem Bereich hält sich das auf. Ich finde es total schön geschrieben. Es ist jetzt nicht ganz so spannend wie damals Harry Potter für mich, was ich halt einfach aufgesogen habe und gefühlt irgendwie den vierten Band in zwei Tagen gelesen hatte. Zumindest kommt es mir so vor, als wäre es damals so gewesen. Hier ist es schon so, also das erste Buch habe ich sehr schnell gelesen, wovon ich euch gerade vorgelesen habe, die Zusammenfassung. Das zweite und das dritte Buch waren auf jeden Fall so ein bisschen langsamer und da ist nicht ganz so viel passiert. Also da hat man schon so ein bisschen das Gefühl, okay, hier hat jemand einen Vertrag unterschrieben, mehrere Bände zu schreiben und muss es jetzt irgendwie füllen. Wisst ihr, was ich meine? Nichtsdestotrotz ist es halt schön, diesen Weltaufbau, dieser Fantasiewelt irgendwie zu erleben und kennenzulernen. Und dementsprechend fand ich es trotzdem gut und würde auf jeden Fall weiterlesen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ich muss jetzt alles liegen lassen, um den nächsten Band zu lesen. Wisst ihr, was ich meine? Aber wenn ihr da noch mehr Tipps habt, alles in Richtung Dark Academia, Academia, Harry Potter-esque, let me know. So, dann
Holly Jacksons A Good Girl's Guide to Murder. Bekannt aus der Netflix-Serie Heartstopper. Okay, das wusste ich nicht. Auf jeden Fall, guck mal, hier steht sogar, TikTok made me buy it. Also, absolutes TikTok-gehyptes Buch scheinbar. Okay, vor 5 Jahren wurde die 17-jährige Andy Bell ermordet. Der Fall ist längst abgeschlossen, denn alle sind sich sicher, dass ihr Freund Sal Singh die Tat begangen hat. Nur Pippa glaubt nicht daran und will den Fall für ein Schulprojekt noch einmal aufrollen. Sie beginnt nachzuforschen und Fragen zu stellen. Aber was ist, wenn der Mörder noch frei herumläuft? Wie weit wird er gehen, um Pippa davon abzuhalten, die Wahrheit ans Licht zu bringen? Packend und nervenaufreibend bis zur letzten Seite. Hier steht für alle Fans von One of Us is Lying, We Were Liars und Riverdale. Ich habe Riverdale nicht gesehen. Also Serien dieser Art kann ich irgendwie mir nicht angucken. One of Us is Lying fand ich nicht so toll. Ich fand A Good Girl's Guide to Murder wesentlich spannender als One of Us is Lying, obwohl es quasi weniger Charaktere waren. Und es war definitiv auch wieder ein Buch, was hätte kürzer sein können. Ich fand auch, das hat sich ein bisschen gezogen. Aber trotzdem fand ich es spannender. Und übrigens, bei One of Us is Lying habe ich relativ schnell das Ende prognostiziert. Hier gar nicht. Ich habe die ganze Zeit bis zum Ende was anderes gedacht, was für mich total klar war, was am Ende passiert, und das ist nicht passiert. Und das ist für mich ein gutes Buch. Ich fand es auf jeden Fall auch gut geschrieben. Würde auch mehr von Holly Jackson lesen. Aber diese Art von so sehr jugendlichen Thriller-Büchern, habe ich das Gefühl, reichen mir nicht aus. Vielleicht muss ich da doch nochmal ein Fitzek oder so lesen. Obwohl das wahrscheinlich für mich dann schon richtig crazy wäre. Okay, kommen wir zum nächsten Buch von Colleen Hoover, was ich gelesen habe. Never, Never. Ach nee, es ist von Colleen Hoover und Taryn Fisher. Also die beiden haben zusammengeschrieben. Hier steht in der Zusammenfassung das Meisterwerk der Bestseller-Autorinnen Colleen und Taryn. Ich kann schon mal so viel sagen. Ich finde nicht, dass das ein Meisterwerk ist. Charlies, genannt Charlie, und Silas, beste Freunde seit der Kindheit und heimliches Paar gegen den Willen ihrer Familien, wachen auf und erinnern sich an nichts. Beide Erinnerungen sind wie weggewischt. Was steckt dahinter? Oder besser, wer? Beim Versuch herauszufinden, wer sie sind und was passiert ist, kommen sie einer Familienfehde auf die Spur, in die sich ihre Eltern verwickelt hatten und die sie und ihre Liebe auseinandergetrieben hatte. Doch was hat das mit ihrem gemeinsamen Gedächtnisverlust zu tun? Und dann geschieht es erneut. Genau 48 Stunden nach dem ersten Mal erwacht Silas ohne Erinnerung an all das, was zuvor war. Und ohne Charlie. Denn die ist wie vom Erdboden verschwunden. Was soll ich sagen? Ich weiß nicht, ob ich nach dem Buch nochmal ein Colleen Hoover Buch lesen würde. Ich glaube, ich würde nochmal eins der absoluten Bestseller lesen. Dieses, wie ist es nochmal? Nicht The Last of Us, wie hieß denn das? Ach, ihr wisst schon. Eins dieser Top-Bestseller. Ich glaube, das würde ich nochmal lesen, um mir eine letzte Chance zu geben. Aber das Buch fand ich wirklich random. Also irgendwie auch hier wieder, ich mag, wie Colleen schreibt. Ich finde, sie schreibt so, dass man dranbleibt, dass es spannend ist. Aber du kannst halt so gut schreiben, wie du möchtest, wenn an sich halt irgendwie die Handlung und die Handlungsstränge eher lame sind. Da kannst du halt nicht wirklich viel rausholen, wisst ihr, was ich meine? Und ich fand, bei dem Buch habe ich echt gedacht, so, was kommt denn jetzt? Ist das irgendwie ein Fantasy-Buch? Oder kommt jetzt irgendwie so ein, keine Ahnung, crazy Professor, der den beiden, keine Ahnung, was gegeben hat, so was passiert da? Man fragt sich die ganze Zeit, was passiert da? Und das Ende war wieder so random irgendwie und für mich total enttäuschend und überhaupt nicht zufriedenstellend. Also wirklich exakt wie Verity. Auch Verity fand ich, wie gesagt, total spannend und ich bin dran geblieben und es war gut geschrieben und ich konnte total eintauchen. Hier war es sogar noch weniger so. Also hier war ich nicht mal bei den Charakteren so, dass ich die gespürt habe oder so, wie bei Verity, dass ich da mich gefühlt habe, als wäre ich irgendwie dabei. Es war wirklich so ein, ja, okay. Und das Ende eben auch nicht zufriedenstellend und dementsprechend war ich echt, nee, hat mich nicht überzeugt. Colleen hat mich mit ihren Buchenden nicht überzeugt.
Tut mir leid. Jetzt mal etwas ganz anderes. Und früher habe ich viele Bücher dieser Art gelesen. Und zwar ist das Sophie Irvins, wie man sich einen Lord angelt. Und ich gucke manchmal Videos einer YouTuberin, die macht immer so richtig cozy Videos, wie man in Sommerstimmung kommt, in Frühlingsstimmung, Herbststimmung. Und dann zeigt sie so ihre Favoriten für die jeweilige Saison. Essen und Bücher und Aktivitäten. Und es ist einfach total schön gemacht. Wenn ich dran denke, werde ich es euch in der Infobox verlinken, den YouTube-Kanal. Und sie hat für den Frühling war es, ne? Denke ich. Frühling das Buch empfohlen, weil es eben im Frühling in UK und London spielt. Hier steht übrigens das romantische Jahreshighlight für alle Bridgerton-Fans. Ich habe Bridgerton nicht gesehen, würde aber mal sagen, kann ich unterschreiben. Kitty Talbot ist jung, hübsch und clever, leider aber auch arm wie eine Kirchenmaus. Als ihr Verlobter sie sitzen lässt, stehen Kitty und ihre vier Schwestern vor dem Ruin. Denn die Spielschulden ihres verstorbenen Vaters können sie aus eigener Kraft niemals begleichen. Also wagt Kitty sich für ihre Schwestern auf das gefährlichste Schlachtfeld in England des Jahres 1818. Die Bälle der Lords und Ladies in London. Obwohl die unkonventionelle Kitty sich mindestens so viele Feinde wie Freunde macht, erliegt bald ein märchenhaft reicher Junggeselle ihrem Charme. Doch dessen älterer Bruder, Lord Radcliffe, durchschaut Kittys Spiel und unternimmt alles, um eine Hochzeit zu verhindern. Eigentlich wäre Lord Radcliffe ein wunderbar ebenbürtiger Gegner für Kitty. Hätte die Liebe nicht längst ihre eigenen Pläne. Hochromantisch, voller historischem Charme und dabei erfrischend zeitgemäß. Ja, perfekte Mischung aus Jane Austen Nostalgie und der Netflix-Serie Bridgerton. Kann ich 1:1 unterschreiben. Nach dem Buch habe ich auch wieder sofort gedacht, ich möchte noch ein Buch von Sophie Irvin lesen. Ich fand das so gut geschrieben. Ich habe früher viel eher so historische Romane gelesen und wenn die gut gemacht sind, finde ich das auch super spannend und einfach toll. Und das ist definitiv jetzt nicht irgendwie historisch korrekt und realistisch. Das ist ja Bridgerton auch nicht wirklich. Aber so in das Genre geht es total. Und ich sehe das auch voll mit diesem Vergleich zu Jane Austen, aber in modern. Und mag die Charaktere. Ich mochte das total gerne und die Stränge und die verschiedenen Geschichten irgendwie. Und ich fand es sehr, sehr, sehr gut geschrieben. Und es ist definitiv kein Krimi, wo man sich denkt, was könnte am Ende nur passieren? Natürlich kann man das irgendwie voraussehen. Aber das finde ich auch gar nicht schlimm. Also nicht jedes Buch muss so sein. Aber ich fand einfach, sie hat total schön geschrieben. Also ich fand, auch hier wieder auf Deutsch habe ich das gelesen. Und auf Deutsch fand ich trotzdem, dass die Person, die das übersetzt hat, das sehr poetisch und einfach schön formuliert geschrieben hat. Und es hat einfach Spaß gemacht und ja, war auch irgendwie witzig. Ich fand es toll. Ich fand es toll und das ist auch wieder so ein Palette Cleanser, so ein Buch, was zwischendurch einfach gut tut. Dann haben wir Christina Lauren, Nichts als Liebe. Ich glaube, das sind zwei, Christina und Lauren, die als Christina Lauren Bücher zusammenschreiben. Das ist ein Buch über Macy. Macy führt ein Leben, in dem sie keine großen Gefühle riskieren muss. Sie ist mit einem netten Mann zusammen, den sie heiraten wird und versinkt in ihrer Arbeit als Kinderärztin. Dann läuft ihr Elliot über den Weg, der ihre erste Liebe war. Schon bald bekommt Macys sorgsam errichtete Fassade Risse. Denn einst bedeutete Elliot ihr die ganze Welt, bis er ihr für alle Zeiten das Herz brach. Nun, 11 Jahre später, sind sie einander fremd geworden. Zu viel ist passiert, was sich nicht mehr gut machen lässt. Oder ist da noch etwas zwischen ihnen, das ihnen die Kraft gibt, die Vergangenheit zu überwinden? Ein Roman über das ganze Glück, aber auch den ganzen Kummer, den die Liebe manchmal für uns bereithält. Ich fand es richtig schön geschrieben. Das ist so geschrieben, dass es quasi immer wechselt zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Also quasi die Kindheit und Jugend, die sie miteinander verbracht haben und dann auf der anderen Seite die Gegenwart, wenn sie sich wieder treffen und was dann passiert. Und man lernt quasi nach und nach, was passiert ist damals. Und ich fand es sehr auf der einen Seite romantisch und romantisierend und auf der anderen Seite herzzerreißend und real und also vieles im Leben meiner Meinung nach passiert halt auch aufgrund von
Misskommunikation und Missverständnissen oder die Person dachte das und die Person dachte das und irgendwie hat man dann ne, irgendwie das nicht genau geklärt und dann entstehen solche Situationen oder dass sich irgendwie so Gefühle aufbauen. Und das fand ich in dem Buch sehr, sehr gut geschrieben. Ich fand es auch gar nicht verwirrend, dass das quasi immer gewechselt hat. Im Gegenteil fand ich das mal sehr erfrischend. Und es war halt dann wirklich so, dass du die ganze Zeit dachtest, ich will aber wissen, also bei mir war das so, ich habe quasi das in der Vergangenheit gelesen, dann kam das in der Gegenwart, aber ich fand das in der Vergangenheit so viel spannender, weil ich rausfinden wollte, was passiert ist, dass ich quasi dann noch schneller das in der Gegenwart gelesen habe. Wisst ihr, was ich meine? Also fand ich sehr, sehr gut von der Idee. Jetzt kommt ein Buch, das der Jack empfohlen hat, der eben eher so diese tieferen Bücher empfiehlt. Und das Buch ist von Britt Bennett und heißt Die verschwindende Hälfte. Und das kann ich schon mal dazu sagen, ist ein Buch, was mich immer noch beschäftigt. Und das habe ich vor vielen Monaten gelesen. Ein kleiner Ort im ländlichen Louisiana. Seine afroamerikanischen Bewohner blicken mit Stolz auf eine lange Tradition und Geschichte und vor allem auf ihre Kinder, die von Generation zu Generation hellhäutiger zu werden scheinen. Stella und Desiree etwa. Zwillingsschwestern von ganz unterschiedlichem Wesen. Aber in einem sind sie sich einig. Hier sehen sie keine Zukunft für sich. In New Orleans trennen sich ihre Wege, denn Stella tritt unbemerkt in eine nur weißen Amerikanern vorbehaltene Welt und bricht alle Brücken hinter sich ab. Desiree dagegen heiratet den dunkelhäutigsten Mann, den sie finden kann. Und Jahrzehnte müssen vergehen bis zu einem unwahrscheinlichen Wiedersehen. Ich fand es unglaublich gut geschrieben. Es geht um Identitätsfindung, es geht um Rassismus, es geht um das Thema, was mich auch viel beschäftigt, dieses zugehörig fühlen und irgendwie überhaupt nicht zugehörig fühlen und dann auch irgendwie das Thema erwachsen werden und seinen Platz in der Welt finden. Und es war einfach sehr raw geschrieben. Das ist keine Happy Romance, es ist wirklich etwas, was einen sehr, sehr beschäftigt, aber unglaublich schön geschrieben, so geschrieben, dass man nicht aufhört zu lesen und ja, so dass es trotzdem für Leseanfänger geeignet ist, was halt viele Bücher dieser Art meiner Meinung nach nicht unbedingt sind. Also kann ich wirklich jedem empfehlen. Ich glaube, es ist auch wichtig, sich mit solchen Themen in der heutigen Zeit auseinanderzusetzen. Der Kontrast dazu, Emily Henrys Verliebt in deine schönsten Seiten. Absolut gehypt. Viele finden das so toll und romantisch und Page-Turner-mäßig geschrieben. Und zwar, es geht um, wie schreibt man einen Liebesroman, wenn die eigene Beziehung gerade in die Brüche gegangen ist? In einem idyllisch gelegenen Strandhaus hofft die New Yorker Romance-Autorin January, ihre Schreibblockade zu überwinden, denn der Abgabetermin für ihren neuesten Liebesroman rückt unerbittlich näher. Gleich am ersten Abend beobachtet January eine wilde Party bei ihrem Nachbarn, der sich ausgerechnet als der arrogante Gus herausstellt, mit dem sie vor Jahren einen Schreibkurs besucht hat. Als January erfährt, dass Gus ebenfalls in einer veritablen Schreibkrise steckt, seit er sich vorgenommen hat, den nächsten großen amerikanischen Roman zu verfassen, hat sie eine ebenso verzweifelte wie geniale Idee. Sie schreiben einfach das Buch des jeweils anderen weiter. Ein Experiment mit erstaunlichen Folgen. Verliebt in deine schönsten Seiten ist eine moderne, locker leicht erzählte romantische Komödie über zwei Autoren mit erheblichen Vorurteilen gegen das Genre des jeweils anderen. Über die Liebe zu Büchern und zum Lesen und natürlich über das Suchen und Finden der ganz großen Liebe, die sich gerne da versteckt, wo man sie am wenigsten erwartet. Also, Enemies to Lovers. Ich fand es eines der langweiligsten, längsten, trockensten Bücher, was ich dieses Jahr gelesen habe. Ja, ich habe mich gequält, es zu Ende zu lesen. Ich weiß nicht warum. Ich wollte es lieben, weil ich gedacht habe, so viele Leute haben das empfohlen, fanden es mega und auch toll. Und ich finde halt die Themen darin toll. Ich finde, was ich sagen muss, wie die Umgebung beschrieben wurde, wunderschön. Darin geht es auch um so einen Buchclub, finde ich auch total sweet, finde ich total schön. Und auch diese Vorurteile gegenüber Buchgenres finde ich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn
ich verstehe das gar nicht, warum man irgendjemanden dafür verurteilt, XYZ zu lesen. Wisst ihr, was ich meine? Also jeder kann doch lesen, was er möchte. Und in jedem Genre steckt etwas Tolles, meiner Meinung nach. Und ja, deswegen fand ich die Ideen des Buches toll. Umsetzung, also Emily Henry scheinbar, oder ist es nur in dem Buch, ich weiß es nicht. Aber das war gar nicht mein Stil. Ich fand das so, ich fand es schlecht geschrieben. Ich fand wirklich, es war viel zu lang und nicht lustig. Weiß, also in anderen Büchern war so ein Witz und so ein Humor und so eine Leichtigkeit enthalten. Und das hat mir hier total gefehlt. Ich fand auch, ich habe keine Connection gehabt zu den Charakteren. Ich fand beide irgendwie unsympathisch und bis zum Ende hin habe ich das irgendwie denen nicht abgenommen. Und ja, dementsprechend würde ich es definitiv nicht nochmal lesen. Im Gegensatz zu Love and Gelato von Jenna Evans Welch. Ich fand das so cute, auch YA, Young Adult. Aber das ist eins von diesen Young Adult Büchern, die mich total abgeholt haben. Das Land von Gelato und Amore. Doch Lina ist nicht in Urlaubsstimmung. Sie ist nur in die Toskana gereist, um ihrer Mutter den letzten Wunsch zu erfüllen. Aber dann findet sie das alte Tagebuch ihrer Mom, das von deren Zeit in Italien erzählt. Plötzlich erschließt sich Lina eine Welt aus romantischen Kunstwerken, magischen Konditoreien und heimlichen Affären. Dabei stößt sie auf eine tragische Liebesgeschichte und ein Geheimnis, das nicht nur ihr Leben verändern wird. Also, ich fand das so schön geschrieben. Auch da wieder, falls ihr Empfehlungen habt für Bücher dieser Art, die vor allem Orte so wunderschön beschreiben, also das catcht mich. Da ist der Rest fast egal. Es war in dem Buch auch mir wirklich fast egal, weil die Szenerie dieses italienischen Ortes einfach so toll geschrieben war. Ich fand es richtig schön. Es spielt in der Nähe von Florenz und auch in Florenz und ich fand es einfach richtig schön beschrieben. Und die Geschichte, also es ist halt eine cute Liebesgeschichte, das war natürlich absolut seicht und schnulzig und so. Aber in Kombination mit der Beschreibung dieses Ortes war das einfach total sweet. Ich fand es wirklich richtig sweet. Und einige schreiben irgendwie, dass sie das total furchtbar fanden. Nee, fand ich nicht. Ich fand, also furchtbar hätte ich es gefunden, wäre das jetzt ein 600-Seiten-Buch gewesen. Ist es aber nicht. Es ist eher ein kürzeres Buch. Es lässt sich leicht und einfach und schnell lesen. Das ist auch, finde ich, ein total schönes Urlaubsbuch, was man sehr schön mit in den Urlaub im Sommer oder so nehmen könnte. Und auch wieder ein Palette-Cleanser zwischen den eher schwierigen Büchern, wie zum Beispiel Normale Menschen von Sally Rooney. Auch wieder ein Buch von Jack empfohlen. Auch wieder ein Buch mit extremen Themen. Und das ist definitiv ein Buch mit Trigger Warning. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal durchlesen. Klappentext ist folgender. Die Geschichte einer intensiven Liebe. Connell und Marianne wachsen in derselben Kleinstadt im Westen Irlands auf. Aber das ist auch schon alles, was sie gemein haben. In der Schule ist Connell beliebt, der Star der Fußballmannschaft, Marianne die komische Außenseiterin. Doch als die beiden miteinander reden, geschieht etwas mit ihnen, das ihr Leben verändert. Und auch später an der Universität in Dublin werden sie, obwohl sie versuchen, einander fernzubleiben, immer wieder magnetisch, unwiderstehlich voneinander angezogen. Eine Geschichte über Faszination und Freundschaft, über Sex und Macht. Sehr raw geschrieben. Das ist ein Buch ohne, wie nennt man das? Ohne Anführungsstriche, also ohne aktiven Dialog, sondern alles ist quasi einfach abgetippt und man muss quasi selber schauen, wo der Dialog anfängt und wo er aufhört, wer gerade redet und so weiter. Aber es ist so gut geschrieben, dass es einfach ist, dem zu folgen. Das ist ein Buch, was ich relativ schnell gelesen habe dafür, wie heavy das war. Ich fand es sehr schön, dass das in Irland spielt und ich konnte mir das irgendwie voll gut vorstellen, auch wie das geschrieben war. Das habe ich, glaube ich, auch auf Englisch gelesen und fand ich auch gut, dass ich es auf Englisch gelesen habe. Es ist schon eher düster.
es ist eher düster, es ist, weil es, es fängt in der Jugend an, geht aber ins Erwachsenenalter rein, nicht unbedingt YA, würde ich sagen. Ich würde es auch erst ab 18 empfehlen. Finde es aber ein tolles Buch, weil es eben sehr realistisch viele Themen des Lebens widerspiegelt und auch zwei Charaktere darstellt, die halt nicht so diesen Klischees entsprechen oder die so einen Charakter haben ohne Ecken und Kanten, sondern wo es wirklich um tiefliegende Probleme geht, um Trauma geht, um ja auch traumatische Erfahrungen geht und Dinge, die man miteinander teilt, eine Freundschaft, eine tiefe Freundschaft, die zur Liebe wird. Und auch zeigt, dass Liebe nicht so geht oder so geht, sondern oft so funktioniert oder auch nur so aussieht. Und ich fand es einfach echt krass. Also danach war ich echt so, da habe ich wirklich so einen Palette-Cleanser gebraucht. Ich glaube, ich habe danach Love and Gelato gelesen. Und es war auf jeden Fall auch nötig, weil das war heftig. Aber wirklich gut geschrieben. Und diese Idee, wie das geschrieben war, fand ich halt auch krass. Das zweite Buch, was ich von Taylor Jenkins Reid gelesen habe, ist Emmas Herz. Ausgerechnet an ihrem Hochzeitstag erreicht Emma eine schreckliche Nachricht. Der Hubschrauber ihres Mannes Jesse ist bei einem Filmdreh über den Pazifik abgestürzt. Jesse wird nicht gefunden und bald für tot erklärt. Emmas Herz beginnt erst dann zu heilen, als sie Sam wieder trifft und sich in den Jugendfreund verliebt. Mit ihm fängt sie ein neues, ganz anderes Leben an. Doch kurz nach ihrer Verlobung mit Sam bekommt sie einen Anruf, der ihre Welt erneut erschüttert. Ich weiß nicht, ob Emmas Herz vor oder nach Evelyn Hugo geschrieben wurde. Ich hätte das Gefühl vorher, weil ich finde den Stil einfach noch nicht so ausgereift wie bei Evelyn Hugo. Also da finde ich, dass das sehr, also man merkt sofort, dass sie einen bestimmten, also Taylor einen bestimmten Stil hat zu schreiben, der einen total catcht, der einen mitnimmt, wo man nicht mehr aufhören will, das zu lesen. Das hatte ich hier gar nicht. Also ich fand es sehr, sehr kitschig, sehr plump, zu oberflächlich, irgendwie nicht ausgereift, irgendwie nicht lang genug. Also da wäre irgendwie noch mehr Geschichte drumherum meiner Meinung nach nötig gewesen. So war das irgendwie alles zu schnell und dann dementsprechend irgendwie nicht realistisch. Der Plot-Twist, den finde ich gut, den finde ich echt gut, ist aber auch sehr fantasievoll, sage ich mal. Fantasievoll, aber das fand ich nett, das fand ich gar nicht random, aber auch da wieder, da ist es zu wenig ausgeführt worden. Das war dann so ein, hier ist der Plot-Twist, deal with it und jetzt geht's weiter. Und das war einfach irgendwie zu holprig, fand ich. Letztes Buch, was ich gestern zu Ende gelesen habe, ist Magnolia Parks. Das ist das liebste Buch von der Sarah, von der ich euch vorhin erzählt habe. Magnolia Parks und BJ Ballantyne sind füreinander bestimmt. Das wissen alle in der Londoner High Society. Doch BJ, Englands meist fotografierter Bad Boy, hat Magnolia das Herz gebrochen. Verzweifelt versuchen sie übereinander hinwegzukommen, nur um am Ende immer wieder zueinander zurückzukehren. Doch als sorgsam gehütete Geheimnisse enthüllt werden, stellt sich für Magnolia und BJ die Frage, wie oft man ein gebrochenes Herz wieder zusammensetzen kann. Liebe, Drama, Glamour und ganz viel Gefühl. Via TikTok hat die australische Autorin Jessa Hastings, genau so heißt die Autorin, die Herzen von Leserinnen weltweit erobert. Ich glaube, es gibt mittlerweile 4 Bücher. Ich muss sagen, also das ist, glaube ich, Sarahs absolutes Lieblingsbuch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es mein absolutes Lieblingsbuch ist, aber für eine Romanze fand ich es sehr gut geschrieben. Viele sagen, dass das auch so ein bisschen in Richtung Gossip Girl geht, also so die Intrigen und Dramen der High Society, eben nicht von, war Gossip Girl New York, ich glaube, oder? Sondern von London. Ja, fand ich irgendwie spannend. Ich fand natürlich total spannend, dass die Outfits von Magnolia von ihr selbst immer ganz detailliert beschrieben wurden. Also das war das Gucci-Kleid in Pink aus Tweed aus dem Jahr 2018. So hat sie das detailliert beschrieben. Das fand ich irgendwie ein total süßes Detail, weil es halt auch gezeigt hat, wo ihre Passion liegt. Und ich finde das ja auch total spannend. Aber nur mal so als Mini-Detail. Aber das war quasi immer aus der Sicht
von einem der beiden geschrieben. Sehr, sehr spannend. Teilweise super kleine Kapitel, sodass ich das immer mal wieder lesen konnte schnell. Und das war auf jeden Fall ein Page-Turner. Ich habe es ziemlich schnell gelesen. Ich fand es sehr gut geschrieben. Das ist auch das, was Sarah gesagt hat. Das kann ich total unterschreiben. Die Jessa schreibt wirklich Page-Turner. Also das ist wirklich, man wollte nicht aufhören zu lesen. Ich fand es sehr realistisch auch wieder in Richtung der normale Menschengeschichte, dass es eben nicht einfach so ist, es passiert etwas und das ist jetzt die Konsequenz, sondern das Leben ja, will manchmal einfach andere Wege einschlagen oder man versucht etwas zu retten, was vielleicht nicht zu retten ist oder vielleicht ja doch. Und das fand ich wirklich sehr, sehr gut geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich 3 weitere Bücher lesen könnte, ob das einfach für mich dann wie so ein langgezogener Kaugummi wäre. Aber ich fand es sehr, sehr gut geschrieben. Ja, sehr, sehr gut geschrieben. Ich habe das übrigens gekauft, weil das gab es nicht online. Und weil die Sarah so geschwärmt hat, habe ich es mir dann tatsächlich als Buch gekauft. Ja, und ich finde, also ich fand immer, wenn sie das gezeigt hat, ich fand es so schön, das Cover. Und dann hat meine Mama mir das mitgebracht. Und dann sehe ich, wie das hinten aussieht und war so, oh mein Gott, was ist denn hier los? Und meine Mutter hat das halt auch mitgebracht und war so, okay Jasmin, alles klar. Und dann wollte ich euch noch zeigen, wir haben hier voll die schöne Buchhandlung. Oh mein Gott, ich könnte da wirklich Stunden verweilen. Ich glaube, wenn ich da öfter wäre, würde ich mir echt noch viel öfter Bücher kaufen, weil das einen wirklich so catcht. Die ist so toll, die Buchhandlung. Und dort haben die immer ganz viele von den BookTok-Recommendations in Englisch und in Deutsch. Und das hier wollte ich schon lange lesen. Das nennt sich Royal Blue auf Deutsch von Casey McQuiston. Wahre Liebe ist nicht immer diplomatisch. Und da geht es um Alex und Prince Henry. USA versus UK, zwei junge Männer. Ich lese euch mal den Klappentext vor. Alex ist attraktiv, charismatisch, clever und er wird beinahe über Nacht zum Liebling der Nation, als seine Mutter zur ersten Präsidentin der USA gewählt wird. Nur auf diplomatischer Ebene hapert es bei Alex leider. Bei einem Staatsbesuch in England eskaliert Alex schwelender Streit mit dem britischen Thronfolger Prince Henry. Als die beiden davon Wind bekommen, verschlechtern sich die Beziehungen zwischen den USA und England rapide. Zur Schadensbegrenzung sollen die beiden jungen Männer medienwirksam ihre Versöhnung vortäuschen. Doch was, wenn Alex und Henry dabei feststellen, dass zwischen ihnen eine Anziehung existiert, die über eine Freundschaft weit hinausgeht? Plötzlich steht nicht nur die Wiederwahl von Alex' Mutter auf dem Spiel. Fand ich sehr spannend. Viele Leute sagen, das ist total schön geschrieben. Es ist schön, dass so ein Thema, was halt absolut, ich meine jetzt nicht die beiden Personen, aber halt irgendwie Homosexualität generell in so Mainstream-Medien und Büchern vor allem auch, dass es halt voll unterrepräsentiert ist. Dementsprechend finde ich es toll, dass dann dieses Buch eben so gehypt ist. Und ich hoffe einfach mal, dass es genauso gut ist, wie die Leute sagen. Das habe ich mir gekauft für unseren Sommerurlaub. Übrigens finde ich total schön, wie das von der Seite aussieht. Das ist jetzt, glaube ich, auch gerade sehr gehypt. Bücher so zu gestalten, finde ich sehr schön. Leute, ich habe eine Stunde geredet. Das waren alle Bücher, die ich gelesen habe bis jetzt. Oh mein Gott. Lasst mich gerne wissen, welche Bücher ihr mir empfehlen könnt. Ich hoffe, da war das ein oder andere für euch dabei. Und ich muss jetzt meinen Kaffee austrinken und erstmal eine Pause machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.